Leute, wir sind Anna und Marvin von Herbert Campervan und wir zeigen euch heute unseren coolen Crafter, der uns die letzten 2 Jahre super von A nach B gebracht hat. Und let's go! Ja, mal ein paar Eckdaten zu unserem Fahrzeug gleich vorab. Es ist ein VW Crafter, Baujahr 2012, L2H2. Hat uns die letzten 50.000 Kilometer, wie gesagt, nicht im Stich gelassen. Gekauft haben wir ihn mit 150.000, haben jetzt knapp die 200.000 Kilometer Marke geknackt. Die werden wir jetzt auf unserer kommenden Reise erreichen, knacken, wie auch immer. Definitiv. Wir haben es hier vor. Es ist ein 2.0er mit 140 PS. 6-Gang-Schaltgetriebe. 6-Gang-Schaltgetriebe, genau. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ein treuer Begleiter. Ja, Leute, als wir unseren VW Crafter vor 2 Jahren gekauft haben, war das ein standardweißer Kastenwagen. Das hat uns letztes Jahr dann einfach nicht mehr gefallen. Deswegen haben wir in Zusammenarbeit mit Foliatec unser komplettes Auto mit Raptor lackiert. Das ist die Farbe Schilfgrün, RAL 6013. Wir haben den ganzen oberen Bereich grün gemacht und untenrum alles, was die ganzen Kunststoffteile sind, Stoßstangen, Felgen, Schwellerbereiche, alles mit schwarz. Vorne auf der Fahrerseite haben wir einen Bravo-Schnorchel verbaut. Der soll nicht nur Optikzwecke erfüllen, sondern auch einen Nutzen bringen. Da wir dieses Jahr vorhaben, mehr in die südlichen Länder zu fahren, sprich Marokko, wo die Luft doch sehr sandig sein kann, soll hauptsächlich der Zyklonfilter, der ganz oben drauf sitzt, soll den Zweck erfüllen, die sandige Luft, bevor die in den Motor gelangt, einfach zu reinigen und dem Motor somit was Gutes zu tun. Ja, des Weiteren haben wir unser Auto hinten und vorne um 60 mm verbreitert mit Spurplatten von SCC Fahrzeugtechnik. Die haben uns die zur Verfügung gestellt, wirkt sich brutal auf das neue Fahrverhalten aus. Es fährt sich einfach ganz, ganz anders. Vorher war unser Auto immer ziemlich windanfällig auf der Autobahn und hat dann so rum und um geschwankt. Und dadurch, dass du jetzt, sage ich mal, die Achsen einfach ein Stück verbreitert hast, um 60 mm, fährt sich das ganz, ganz anders. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Unser Auto steht auf General Crabber AT3 in der Größe 245 75 R16 und somit gibt das ein ziemlich, ziemlich breites Fahrwerk in dem Sinn. Um auf unseren Dachträger zu gelangen, haben wir an der Seite eine Seitenleiter montiert. Die erfüllt vollkommen ihren Zweck, ist einfach praktisch, sieht gut aus. Ja. Dahinter haben wir Sandboards angebracht. Die haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Sind bis jetzt immer überall glimpflich davongekommen, aber ich sag mal so, lieber man hat, als man hätte. Unter den Sandboards befindet sich unser Wassereinfüllstutzen, der natürlich auch abschließbar ist, einfach aus Sicherheitsgründen, dass uns nicht irgendjemand da irgendeine Brühe in unseren Wassertank kippt. Hier hinten, wie bei 99% aller Wohnmobile, befindet sich unsere Außensteckdose, die wir mehr oder weniger eigentlich nicht brauchen, da wir so gut wie nie auf Campingplätzen stehen. An der Hinterachse haben wir das Ganze nicht nur verbreitert, sondern haben das Ganze auch noch erhöht, haben einen Höherlegungssatz um 50 mm von Goldschmidt eingebaut. Das sind solche Distanzblöcke, die man unter die Blattfedern setzt. Ja, gibt nicht nur mehr Bodenfreiheit, sondern entlastet das Auto auch mehr oder weniger ein bisschen auf der Hinterachse. Also man sieht nicht, dass das so enorm beladen ist, weil die meiste Last, was in so einem Camperausbau steckt, befindet sich nun mal auf der Hinterachse. Ja, und am Heck unseres Fahrzeugs haben wir ein Heckträger über beide Türen montiert, den habe ich selber konstruiert aus 30x30er Aluprofilen, so wie unseren Dachträger, den ich euch gleich noch zeigen werde. Wir haben hier einen 20 Liter Frischwasserkanister, das ist kein Diesel, sondern einfach Wasser, weil Wasser muss man immer, sage ich mal, genügend an Bord haben. Eine Schaufel, falls wir uns mal irgendwo festfahren sollten oder was auch immer, eine Schaufel muss man immer dabei haben, ganz wichtig. Auf der linken Seite haben wir oben eine Tasche, da soll mal unser Stand-Up-Paddleboard reinkommen. Das haben wir momentan noch nicht hier drin. Unten drunter befindet sich unsere Heckbox, die wir jetzt montiert haben. Beziehungsweise haben wir den ganzen Träger getauscht einfach gegen unsere Fahrräder, weil wir die letztes Jahr mehr oder weniger nur spazieren gefahren haben und einfach nicht benötigt haben. Deswegen dachten wir, gut, mehr Stauraum ist immer sinnvoll. In der Box befinden sich einfach so kleine Sachen wie unsere Gießkanne, mein Dutch-Ofen, der Grill und so weiter. Also in dem Sinne alles Sachen, die dreckig sind und nicht ins Fahrzeug gehören. Die
Box ist natürlich auch abschließbar. Angekommen auf unserem Dach. Hier befinden sich 3 Dachfenster, 2 für den Wohnraum, 1 im Badezimmer. Die Fenster zeigt euch die Anna dann nochmal von innen. Ja, ebenfalls ist hier oben halt unser selbstgebauter Dachträger, ebenfalls aus 30x30er Aluprofilen. Dieses System ist einfach geil, es ist praktisch, du kannst alles jederzeit umändern, du kannst die Streben verschieben, wie zum Beispiel die oberen Streben. Die haben wir jetzt noch zusätzlich, wenn wir unser SAP mal nicht ablassen wollen, sondern einfach aufs Dach schnallen, dann liegt das halt nicht unmittelbar auf den Fenstern oder auf dem Solar, sondern man hat nochmal so 10 cm Distanz dazwischen. Noch dazu haben wir jetzt unsere Frontrunner Wolfpacks mit am Start. Hier oben befindet sich ja, Sachen, die man nicht alltäglich braucht, wie unsere Rucksäcke. Hier ist mein ganzes Werkzeug drin und ja, sämtlicher kleiner Schrabbel, den man mitschleppt, aber nicht jeden Tag braucht. Ebenfalls haben wir 300 Watt Solar von Active auf dem Dach verbaut. Wir mussten hier bei uns auf dem Dach ein bisschen gucken, was geht hier drauf, wie groß sind die Paneele. Deswegen, ja, mehr geht hier nicht. Es passt alles Arsch auf einmal, sage ich mal. Ja, und auf der anderen Seite haben wir jetzt noch hier ein selbstgebautes Duschrohr. Wir haben natürlich auch ringsrum um unseren ganzen Dachträger noch LED-Strahler verbaut. Die konnte man jetzt gerade auf dem Dach oder vom Dach aus nicht so gut zeigen. Die sind einfach nützlich, wenn man mal abends irgendwo hinfährt und man mal ja, die Nacht zum Tag machen will, blöd gesagt, auf Stellplatzsuche, weil die Dinger machen brutales Licht. Die haben wir schon das ein oder andere Mal benötigt. Ja, das sind jetzt nicht die teuersten, aber die erfüllen vollkommen ihren Zweck. Ja, jetzt sind wir im Innenraum und hier oben haben wir so Expander-Seile befestigt, um unsere Verdunklungsmatten für die Scheiben einen perfekten Stauraum dafür zu finden, weil die lagen immer irgendwo im Auto und haben sie einfach gestört und hier oben haben sie einen guten Platz. So ein ganz normales Radio haben wir jetzt gegen ein Doppel-DIN 10 Zoll Radio ausgetauscht. So eine einfache Variante, wo man halt navigieren kann, Musik hören, man kann sogar YouTube schauen, was man aber während der Fahrt nicht machen sollte. Ja, die Sitze kann man einfach rumdrehen. So haben wir gleich einen schönen Wohnbereich mit Esstisch. Den können wir auch drehen und wenden, wie wir möchten. Während der Fahrt nehmen wir den Ganzen dann raus, verstauen den unterm Bett. Und ja. Unsere Kühlbox hat 60 Liter. Und dafür einen perfekten Stauraum zu finden, war gar nicht so einfach. Sie stand immer irgendwo im Weg am Anfang und ja, es musste halt eine passende Lösung her. So haben wir uns dafür entschieden, das Ganze als Auszug zu machen. Und so können wir die Kühlbox rausziehen und können jetzt hier quasi alles rausholen. Oben drüber haben wir natürlich gleich den Platz genutzt, haben hier unsere Besteckschublade, Kochutensilien, genau, dann schiebt man das einfach wieder rein. Unter der Kühlbox haben wir natürlich auch gleich den Stauraum genutzt und da finden sich Kisten mit unseren Medikamenten und die Standheizung von Tiger Expert mit 4 kW. Hier in der Ecke haben wir unsere Schaltzentrale. Normale Haushaltssteckdosen, dann oben drüber die Schalter für den Licht, eine USB-Steckdose, das Bedienteil für die Standheizung und unser Bedienteil für die Solaranlage. Genau, aktuell kommen 122 Watt rein. Nebenan haben wir uns von IKEA solche Stauregale, Fächer, was auch immer. Genau, wo man halt so kleines Zeug reintun kann, was immer irgendwo in der Gegend rumfällt. Hier gegenüber haben wir so eine Stange, wo eigentlich Pflanzen dran gehören, haben wir aber aktuell noch keine neuen. Dient jetzt als Mützenhalter von Marvin. Oben drüber haben wir Schrank mit einem Schrank mit Dekozeug, Tee, ja, auch irgendwelches Zeugs. Kann man dazu machen und nebenan einen offenen Schrank, da haben wir jetzt zum Beispiel unseren Kaffee drin stehen, Dekoration. Ja, hier unten drunter haben wir dadurch noch ein bisschen mehr Arbeitsfläche. Den gegenüber haben wir ja dann gegenüber haben wir den normalen Küchenblock und hier haben wir jetzt Platz, um, sag ich mal, kleine Sachen zu schnippeln und dann auf der anderen Seite können wir kochen. Das zeige ich euch als nächstes.
Hier befinden wir uns in unserer Küche. Die haben wir uns selber zusammengestellt aus IKEA-Korpussen. Das Ganze hat Marvin quasi in der Tiefe auf 50 gekürzt, um dass wir hier einen Gang von, glaube ich, 60 Breite haben, um entspannt uns zu bewegen. Kochen tun wir mit Gas. Haben wir hier ein Gasfeld mit zwei Flammen, einer kleinen und einer großen. Rechts daneben unser Spülbecken mit Kaltwasser, Warmwasser. Das kalte Wasser wird separat nochmal gefiltert. Hier haben wir noch einen kleinen Seifenspender. Jo. Unter dem Kochfeld haben wir eine Klappe. Da ist alles Mögliche drin. Und hier haben wir dann Schieber, wo wir unser ganzes Geschirr aufbewahren. Und unten drunter, der geht natürlich jetzt durch den Teppich nicht so praktisch auf, sind dann die ganzen Töpfe drin. Unter dem Spülbecken haben wir noch einen Schrank mit drei Fächern, wo wir ja, Lebensmittel, Gewürze, ein mögliches Zeug, Brotaufstrich, findet hier seinen Platz. Gleich am Eingang haben wir ein Staubbrett von IKEA. Wir wussten jetzt nicht, wie wir es anders nennen sollen. Wo wir unsere Adiletten gleich dran machen können und von Lia die Leine, Leckerli-Beutel und ja, so steht halt nichts im Weg und ist perfekt verstaut. Ja, wir reisen ja nicht alleine, wir reisen ja zu dritt. Lia ist ja immer mit dabei. Und ja, die hat hier ihre Ecke, wo Trinknapf und Fressnapf seinen Platz hat und zwischen dem Sitzen hat sie ihr Kissen und ihr ganzes Spielzeug und ansonsten ja, sitzt sie auch gerne auf den Beifahrer- und Fahrersitzen. Jo. Das ist unser kleines, aber feines Badezimmer. Handtuchhalter haben wir mit Expander-Seilen gemacht und hier haben wir noch eine kleine Garderobe. Nein, Handtuchhalter. Und ja, da befindet sich Klopapierhalter und oben drüber haben wir unsere ganzen Duschbäder. Als Toilette haben wir uns für ein Porta-Potty entschieden. Ist für uns einfach die beste Wahl. Und Dreckwäsche hat hier auch seinen Platz gefunden. Genau. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, wie wir duschen. Unsere Dusche hat eine Größe von 70x70. Und ja, man hat auf alle Fälle genügend Platz. Oben drüber haben wir noch ein kleines Dachfenster, was wir dann danach aufmachen können, um quasi die ganze feuchte Luft nach draußen zu lassen. Und unten in der Ecke haben wir noch einen Auslass für die Standheizung. Da wir am Anfang keinen warmen Wasserboiler hatten, um es wenigstens ein bisschen warm in der Dusche zu haben. Unsere Badutensilien zu verstauen, haben wir hier einen Badschrank installiert. Genau, da findet alles Mögliche an Badutensilien Platz. Willkommen in unserem Schlafzimmer. Unser Bett hat eine Größe von 1,40 m x ungefähr 1,85 m. Wir haben uns gegen die Longsleeper entschieden, da wir das Ganze mit Amaflex gedämmt haben und einfach nur das Filz drüber gezogen. Und so haben wir rechts und links noch ein bisschen Platz gewonnen. Und für uns beide reicht es vollkommen aus. Wir können hier ganz entspannt schlafen. Für die Regentage haben wir natürlich auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm, haben hier einen Tablet-Halter installiert und können so ab und zu, ja wie gesagt, wenn jetzt nicht so schönes Wetter ist, einfach mal einen Film schauen. Und das ist ganz praktisch, den kann man auch drehen und wenden, wie man das gerade eben braucht. Oberhalb vom Bett haben wir rechts und links jeweils nochmal Hängeschränke. Hier vorne haben wir so ein offenes Fach, ja, da findet alles Mögliche Platz. Zum Beispiel Jacken kann man hier ganz praktisch reinstecken. Auf der Seite sind jetzt die Fächer von Marvin. Haben wir hier dann so praktische Körbchen, die passen hier einwandfrei rein. Und alles hat seine Ordnung. Und auf der anderen Seite sind jetzt meine Fächer. Und genau, mit den Körbchen ist halt echt praktisch. Passt alles rein, wäre sogar noch ein bisschen Platz. Und hier drüben haben wir noch so eine kleine Ablage, da können wir dann die Handys mit der USB-Dose hier laden und hier haben wir noch kleine Nachtlichter, die kann man auch noch drehen, wie man es möchte. Genau, dass man auch im Bett noch ein bisschen Licht ganz hat. Zum Schluss würde ich euch gerne noch mein Reich zeigen, meine Heckgarage. Das ist wie mein Keller, da haben Frauen nichts verloren, sondern das ist mein Reich. Ja. Wir haben, auf dieser Seite befindet sich
unser Alpfilter. Vielen Dank an der Stelle für die Zusammenarbeit. Den haben wir immer am Start. Den haben wir nicht nur als Vorfilter, sondern auch im Fahrzeug verbaut als Nachfilter, sage ich mal. Bevor wir das Wasser aus dem Hahn nehmen, können wir das in dem Sinne trinken. Auf der anderen Seite haben wir eine Axt, einen Klappspaten, einfach Zeug, was einfach in einem guten Camper nicht fehlen darf. Ja, natürlich ist so eine Heckgarage, die muss immer aufgeräumt sein. Deswegen haben wir das Ganze so gelöst, dass wir hier einen riesen wo sich alles befindet, alles auf Euroboxen, Schuhe, Camper-Zubehör, unsere Vorratsbox, wir haben alles hier drin. Dann haben wir nochmal zwei Frontrunner Wolfpacks. In einer befindet sich mein ganzes Drohnenzeug, in der anderen, das ist der Lia ihre Box. Na, natürlich einen großen Sack Hundefutter, weil unser Labrador nie genug kriegen kann. In der hinteren Ecke unseres Campers befindet sich Strom und Wasser. Wir haben den großen Laderegler von Active verbaut, haben einen Ladebooster von Shout, um unsere Batterie auch während der Fahrt über die Lichtmaschine mitzuladen. Neu haben wir jetzt eingebaut eine 200 Ampere Lithium Batterie, die haben wir jetzt erst vor kurzem gegen unsere alte AGM Batterie getauscht und ja, es macht einen himmelweiten Unterschied. Finden wir jetzt, also man merkt, dass die Batterie einfach viel, viel schneller lädt, man hat viel mehr Kapazität, man kann viel mehr Strom umsetzen. Ja, dann haben wir hier vorne in der Ecke noch eine EcoFloor stehen, die hatten wir das letzte Jahr auch schon mit dabei. Die haben wir jetzt aber nochmal mit an den Stromkreislauf angeschlossen, somit ist das, sage ich mal, unser Wechselrichter und wir können unsere 230 Volt Steckdosen im Auto, die fest verbaut sind, auch ganz normal nutzen. Und müssen nicht jedes Mal die EcoFloor irgendwo hinstellen. Deswegen hat die hier hinten ihren festen Platz jetzt gekriegt. Zum Wasser. Wir haben einen 85 Liter Wassertank. Der sitzt mittig, genau auf der Hinterachse, einfach aus Gewichtsverlagerungsgründen. Und haben jetzt einen warmen Wasserboiler uns endlich zugelegt. Der läuft rein, nur über 12 Volt wird das ganze Wasser geheizt. Ja, verbaut haben wir ganz normale handelshausüblichen Armaturen, einen ganz normalen Wasserhahn, eine ganz normale Duschbrause. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ansonsten, ja, ist das ein ganz normales Wasser- und Strom-Setup, weil so viel brauchen wir einfach nicht. Genau, hier sieht man jetzt nochmal, wie gesagt, die EcoFloor. Das ist das Stück, was an unserer Außensteckdose angebracht ist. Und das ist das Kabel, was unsere Steckdosen im Innenraum des Campers jetzt mit 230 Volt versorgt. Das Teil stecke ich einfach hinten in die EcoFloor, somit dient das Ganze als Wechselrichter. Oder wir stehen auf einem Campingplatz, dann tue ich beide zusammenstecken und habe somit über meine Außensteckdose ebenfalls ganz normalen Strom im Camper. Oben drüber, ganz, ganz wichtig, würde ich jedem ans Herz legen, immer einen Feuerlöscher griffbereit haben. Ja, kann nie schaden, falls mal irgendwas passiert. Man kommt schnell ran, er ist griffbereit. Genau. Auf der anderen Seite unserer Heckgarage haben wir hier nochmal eine Werkzeugkiste für wichtige Dinge, die man ja öfters mal braucht, keine Ahnung. Unser Kompressor, der muss immer griffbereit sein, wenn wir irgendwo ins Gelände fahren, lassen wir die Luft ab. Wenn wir wieder rausfahren, pumpt man sie wieder auf. Hier haben wir unser Faltsolar von Wattstunde. Ganz hinten in der Ecke befindet sich unsere Gasflasche, mit der wir in dem Sinne kochen. Da reicht uns eigentlich eine 5 Kilo Flasche, mit der kochen wir das ganze Jahr. Tisch und Stühle, hier noch ein Gaswarner, falls mal irgendwas sein sollte, ist der in unmittelbarer Nähe und wir hoffen, dass der somit einfach schneller ausschlägt. Dann haben wir bei unserer Türverkleidung, haben wir die untere Verkleidung, sage ich mal, weil Heckgarage, es rutscht immer mal was hin, deswegen wollten wir keinen Filz machen. Das ist Holz, das ist relativ robust. Haben wir das einfach ein Stück höher gezogen und können halt hier oben jetzt an unsere gefilzten Hecktüren, die dann mit dem Bett übergehen, unsere ganzen... Ja, wir stecken unsere Laptops drin, hier mal noch eine Taschenlampe, falls ich abends in der Heckgarage noch irgendwas suche, mache, räume. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu dem ganzen Fahrzeug und Innenraum und Kladderadatsch zu sagen. Ja, Freunde, wenn euch die Roomtour von unserem Bobby Crafter gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal und wenn ihr unsere weitere Reise, die jetzt hier wieder startet, nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube und bleibt einfach dran. Bis dann. Ciao. Gut. Ciao.